Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück zum Ausblick hier auf unserem YouTube-Kanal Seacrowds, dem Infotainment-Hafen rund um World of Warships. Und wir haben wieder neue Schiffe, wir haben wieder neue Daten für euch für Schiffe, die demnächst in World of Warships getestet werden sollen und integriert werden sollen, möglicherweise. Fangen wir zuerst an mit einem UdSSR-Schlachtschiff, nämlich der Borodino, Tierstufe 8. Ist am Ende, ja, ein Nachkriegsprojekt, ein Schlachtschiff, was in der Ostsee eingesetzt werden sollte. Und ja, ist eine Art Abart der Sowjetski Sojus, wenn man dazu sagen möchte. Zumindest die Kanonen da drauf sind so eine Art Abart davon. Das Erste, was mir, bevor wir uns überhaupt die Daten angucken, sofort auffällt, dass wir hinten keine Geschütztürme haben. Also zumindest keine Hauptgeschütztürme. Wir haben hier nur die zwei vorne. Und das sind am Ende 6 Rohre, 406 mm, die hier dann auf den Gegner wirken sollen. Insgesamt soll das Schiff, so soll es erstmal in den Supertest gehen, mit 64.200 Trefferpunkten, Panzerung typisch T8, 32 mm, Overmatch durch Musashi, also durch 460 mm Kaliber, wollen wir es so ausdrücken, Musashi Yamato haben die. Ne, dann Reichweite 19,6 km, ist also auch nicht so riesig, heißt, dieses Schiff ist auch wieder eher wahrscheinlich ein Dampfer, so typisch russisch ist, ran an die Front, Spitze zum Gegner und das war's. Also davon kann man ganz fest ausgehen, wenn man nur vorne Türme hat, logischerweise. So ein bisschen wie bei den Franzosen. Ja, dann geht's weiter. Wir haben hier 5800 Alpha Damage bei 40% Brandwahrscheinlichkeit. Recht hoch. Die Penetration wird ungefähr bei 67 mm liegen. Wenn es ein Sechstel Pen bekommt, das Schiff, davon kann man, jetzt, kann man ja ausgehen, ja, wird die HE-Granate also eigentlich überall vernünftig Schaden drauf machen können. 830 Meter pro Sekunde sind die Granaten schnell. Bei der AP sind wir bei 13.250 Alpha-Damage-Punkten. Die Granate bei AP und H ist gleich schnell, also 830 Meter die Sekunde. Nachladezeit 30 Sekunden. Turmdrehgeschwindigkeit ist mega. 30 Sekunden dauert die Turmvorstellung um 180 Grad, ne? Von ganz links nach ganz rechts sozusagen. Dann haben wir eine Streuung von 256 Meter und bei einem Sigma von 1,9. Die Sekundärbewaffnung ist eher zu vernachlässigen, kommt nur 5 km weit und das sind am Ende zwei Türme A2 Rohre 180 mm, so wie das hier aussieht. Also eigentlich, ja, Sekundärbewaffnung quasi nicht vorhanden, könnte man meinen. Flugabwehr, Kurz-, Mittel-, Langstrecke soll das Schiff bekommen. 203, 357 und 42 kontinuierlicher Schaden, jetzt von kurz zur Langstrecke hoch. Bis 5,8 Kilometer ist die Reichweite und auf der Langstrecke haben wir dann zwei Explosionen. 1820 Alpha Damage macht die Explosion. Ne? Also, ich sag mal, die Explosion können wir wirklich uns sparen. Die Flugabwehr auf der Langstrecke, ja, eher nicht so, aber auf der ab der Mittelstrecke, da wird es eigentlich interessant, wenn man dann noch die Priority-Sektor-Geschichte wieder drin hat, mit dieser Flugsektor-Verstärkung und so weiter, dann kann man sicherlich schon ordentlich Damage machen, wird aber trotzdem nicht reichen, wenn man alleine steht, die Flugzeuge alle runterzuballern. So sagt mir mein Gefühl, ne? Höchstgeschwindigkeit 31,6, Wendekreis über 1000 Meter, 1060 um genau zu sein, also auch wieder riesig. Für ein Schiff auf T8 ist das auch wirklich recht viel. Ruderstellzeit 15,4 Sekunden, das ist ganz okay, muss man sagen. Oberflächenerkennbarkeit, ein großes Manko offensichtlich, 17,5 Kilometer, also das ist schon quasi, ja, das ist schon TC-Niveau bald. Lufterkennung 11,8, Erkennbarkeit im Nebel, wenn man da die Hauptgeschütze eben benutzt, 17 Kilometer. Und da, das nächste, was mich jetzt auch nicht so vom Hocker haut, wir haben ganz normal das russische Schadensbegrenzungsteam, also in Slot 1, drei Ladungen respektive vier Ladungen. Das heißt, ihr benutzt das Premium-Verbrauchsmaterial, habt vier Aufladungen und habt dann 40 Sekunden Ablenkzeit nur. Das heißt, ihr könnt jetzt schneller wieder einsetzen, so wie bei den ganzen Russen auch. Ja, aber das war's schon. Dann geht's in Slot 2, da gibt's eine Reparaturmannschaft. 321 Trefferpunkte werden da wieder hergestellt, also 0,5 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte des Schiffs. Und ihr habt drei Aufladungen, wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt. Mit Inspekteur lässt sich die Sache natürlich nach oben bringen, aber das war's. Wir haben keine Verbrauchsmaterialien mehr. Ja, das sind nur zwei Stück. Und ehrlich gesagt finde ich, das Bauchgefühl sagt mir irgendwie zu wenig. Im Moment fehlt mir so ein bisschen diese Attraktivität. Warum brauche ich dieses Schiff oder warum, was macht dieses Schiff speziell? Das fehlt mir jetzt bei der Statistik schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt, ob da oder wie sich dieses Schiff entwickelt durch die Testphase. Wenn es dann zum Supertest verfügbar ist und wir als Kontributoren das fahren dürfen, werdet ihr das natürlich hier auf dem YouTube-Kanal sehen und natürlich auch in unseren Livestreams immer dienstags und samstags 20:15 Uhr.
Gut, und nachdem wir uns die Borodino angeguckt haben, gucken wir uns jetzt die Shasshire an. Das ist ein T8 Premium schwerer Kreuzer der britischen Navy. Und zwar ist es eine Abart der Bedford, ein T8 Forschungsbaumschiff. Bevor ich jetzt auf die Shasshire eingehe, kann ich euch dazu noch sagen, die Bedford wird umbenannt. Und zwar wird sie in Zukunft HMS Albemarle heißen. Und zwar soll das ein Herzog einer britischen Grafschaft sein. Und vorher ging das eher um britische Admiräle und so eine ganzen Geschichten. Aber sie haben sich jetzt hier für diesen Herrn entschieden, bei der Bedford. Und die Shasshire ist jetzt quasi eine Abart der alten Bedford oder der neuen Albemarle. Oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ja, am Ende hat dieses Schiff schon 234 mm. Ja, Hauptgeschützkanonen sozusagen. Wir haben hier jetzt drei Türme A2 Rohre, also vorne zwei, hinten ein. 15,7 Kilometer Reichweite wird dieses Schiff haben. Trefferpunkte 42.500 auf T8. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt richtig gut finde oder nicht. Dann haben wir Panzerung 25 mm. Ich denke, das ist soweit einigermaßen nachvollziehbar. Wobei für schwere Kreuzer kann man eigentlich 27 mm erwarten. Muss ich ganz ehrlich sagen, das sind 2 mm zu dünn. Von dem Standard her, wenn man sagt, okay, die amerikanische Navy hat auf ihren schweren Kreuzern 27 mm, die deutsche Navy hat 27 mm. Also das ist das, was mir jetzt gerade so einfällt. Die Briten haben nur 25 mm. Okay, nehmen wir erstmal so mit. Wir haben hier 3350 Alpha Damage bei der HE-Granate mit 21% Brandwahrscheinlichkeit. Also ganz ordentlicher Wert, glaube ich. Anfangsgeschwindigkeit 881 Meter pro Sekunde, egal ob HE oder AP. 5550 Alpha Damage der AP-Granate. Nachladezeit allgemein 15 Sekunden, Stand jetzt. Ja, für die 180-Grad-Kehre brauchen wir aber nur 18 Sekunden. Mega schnell, wie ich persönlich finde, für einen schweren Kreuzer. Die maximale Streuung 141 Meter bei einem Sigma-Wert von 2,05. Das ist so typisch Kreuzer-like. Wir haben hier auch Torpedos und zwar zwei Werfer A4 Rohre. 16.767 Alpha-Damage, 10 Kilometer Reichweite, 62 Knoten schnell. Nachladezeit ist 1,5 Minuten, Ticken drüber. Hört sich jetzt für mich erstmal alles normal an. Nichts super Besonderes, aber wir haben jetzt hier schon mal so eine Grundcharakteristik, wie dieser Dampfer denn sein wird. Auch hier können wir wählen zwischen schmalen Fächer oder Einzelschuss. Ja, bei den Torpedos so typisch britisch. Und dann kommen wir zur Flugabwehr und die sieht mir sehr vielversprechend aus. Wir haben hier auf der Kurzstrecke 249 kontinuierlichen Schaden bis 2 Kilometer. Dann haben wir bis 3,5 Kilometer die Mittelstrecke mit 228 kontinuierlichen Schaden. Und dann kommt noch die Langstrecke dazu bis 5,8 Kilometer hoch auf 168 kontinuierlichen Schaden. Dazu kommen noch 7 Explosionen und jede Explosion hat 1470 Alpha Damage. Ja, und das finde ich persönlich, hört sich erstmal nicht schlecht an. Man muss dann immer noch sehen, dass man das ja theoretisch auch skillen kann, den Schaden nochmal nach oben bringen kann und so weiter. Also da ist die Grundlage definitiv schon mal besser, weil man auf der Langstrecke schon sehr viel Schaden machen kann. Ja, weil mehr Explosionen da sind, denen ist es schwerer auszuweichen und der kognitive Schaden ist höher. Jetzt werden wir das mal vergleichen, auch mit der Borodino. Ja, das ist so, ja, ein... Auf jeden Fall mal so typisch britischer Kreuzer, würde ich sagen. Maximale Geschwindigkeit 34 Knoten, sehr enger Wendekreis, 720 Meter, nur 10,5 Sekunden Ruderstellzeit. Das kann man dann auch wieder runter skillen. Bei T8 geht das ja schon. Und man darf auch eins nicht vergessen, man hat hier noch den Tarnungsmodul dann zur Verfügung, diesen fünften Slot. Oberflächenerkennbarkeit 12,4, runtergeskillt geht es ja dann nochmal um 10%. Und beim Kapitän theoretisch auch nochmal, dann können wir bei 2,4 Kilometer da abziehen, dann sind wir bei 10 Kilometer irgendwo mit einer Tarnung zusammen, vielleicht sogar leicht unter 10 Kilometer sichtbar für einen schweren Kreuzer. Für einen schweren Kreuzer ist das sehr gut. Lufterkennbarkeit 7,7 Kilometer. Und wenn man im Nebel steht und schießt, 7,7 Kilometer geht man dann auf. Das ist also ganz in Ordnung. Jetzt kommen wir nämlich dann zu den Verbrauchsmaterialien, die dieses Schiff hier haben soll. Also wie dann halt in den Supertest reingeht. Schadensbegrenzungsteam unbegrenzt verfügbar. Dann haben wir Reparaturmannschaft auf Slot 2. Das ist also schon mal richtig interessant, aber mit einem besonderen Heal. Nämlich die Reparaturmannschaft dauert nur 20 Sekunden. Dafür stellt sie aber 850 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her. Das sind 2% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes. Also mega, das ist so ein Super-Heal, kann man quasi sagen.
80 Sekunden ist die Nachladezeit, dann kann man die Reparaturmannschaft schon wieder benutzen. Im Premium-Verbrauchsmaterial hat man davon 2, mit Inspekteur sind es dann logischerweise 3. Hydroakustik wird das Schiff auch haben. Die Schiffe und Torpedos werden auf 3 Kilometer weit entdeckt. Hier ist aber nichts mit Nebel zu sehen. Also, dass das Schiff hier irgendwie Nebel haben wird, so wie die leichten Kreuzer, das ist hier im Moment zumindest nicht vorgesehen. Und dann kommen wir zu neuen Schiffen, die wir weder als Grafik noch als 3D-Modell oder so schon verfügbar haben. Ich habe euch jetzt hier mal stellvertretend die Izumo für das erste Schiff in den Hafen gestellt. Die Izumo wird wohl als panasiatisches Schiff in einer anderen Art und Weise wieder ins Spiel kommen. Und zwar wird es quasi parallel zu der Izumo der Japaner ein Schiff geben auf T9, das sich dann Baji nennt. Ja, ein T9-Schlachtschiff der panasiatischen Marine. Und da wird das Konzept verfolgt, dass man quasi ein anderes Verbrauchsmaterial und leicht geänderte Eigenschaften des Schiffes dann quasi bei der panasiatischen Marine sieht. Für die Izumo geht es hauptsächlich darum, dass die Hauptbatteriebewaffnung eine höhere Genauigkeit und eine höhere Reichweite haben soll, aber dadurch halt die Nachladezeit und die Turmdrehzeit genervt wird, um das so ein bisschen auszugleichen. Wir reden jetzt hier von einer Erweiterung auf 23,1 Kilometer Hauptbatteriereichweite. Die Sigma oder der Sigma-Wert, also die Genauigkeit, soll auf 2,1 steigen. Ja, ursprünglich hat die Izumo ja 2,0. Und die Nachladezeit wird von 30 auf 32 Sekunden erhöht, also Nachladen wird langsamer. Und die Turmdrehzeit wird von 40 auf 45 Sekunden erhöht. Und weiter geht die ganze Geschichte schon mit der Charles Martel. Denn auch die soll wahrscheinlich dann für das chinesische Neujahrsfest oder wie auch immer dieses Mondneujahr, was wir letztes Jahr oder dieses Jahr auch schon hatten, was dann immer wieder gefeiert wird, da soll eine besondere Art ins Spiel kommen. Und zwar der T8-Kreuzer Wukong, so soll es ausgesprochen werden, basiert eben auf der Charles Martel. Und die Wukong wird eine erhöhte Schussfrequenz ihrer Hauptbatteriebewaffnung, Tiefwassertorpedos, einen Torpedo-Nachladebeschleuniger und ein Aufklärungsflugzeug bekommen. Und diese Verbrauchsmaterialien sollen eben Standardeigenschaften haben. Also jetzt sind nicht nochmal irgendwie eine veränderte Reichweite oder so, sondern einfach aus dem Regal genommen und damit an das Schiff gepackt in einer Kombination, die vorher eben noch nicht so da war. Die wird dafür aber keine hydroakustische Suche, Jäger oder Motorboost oder Hauptbatterienachladebeschleuniger haben. Na, also das, was die Franzosen jetzt haben, das wird das Schiff nicht haben, sondern dafür wird es eben dann eben diese Torpedo-Nachladebeschleunigung und so eine Sachen eben geben. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird von 11 Sekunden auf 10,5 Sekunden reduziert. Das sind Tiefwassertorpedos, die Zerstörer nicht treffen können, aber Kreuzer, Schlachtschiffe, Flugzeugträger natürlich. Torpedowerfer werden 2 Stück sein. Jeder Torpedowerfer hat 3 Rohre. Maximalschaden pro Torpedo 18.400. 12 Kilometer soll die Reichweite sein. 63 Knoten schnell. 110 Sekunden ist die Nachladezeit. Und Tiefwassertorpedo typisch. Sehr niedrige Erkennbarkeit. 0,8 Kilometer nur. Dann gibt es natürlich diesen Torpedo-Nachladebeschleuniger als Verbrauchsmaterial. 3 Ladungen im Premium, in der Premium-Version. 240 Sekunden ist da die Nachladezeit. Und wenn ihr dieses ausgelöst habt, dauert es 8 Sekunden, bis ihr wieder Torpedos ins Wasser werfen könnt. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, diese Schiffe werden zu Feierlichkeiten zum Mondneujahr wahrscheinlich ins Spiel kommen, in dieser oder ähnlicher Art und Weise, wie ich es euch jetzt gerade genannt habe. Und dann kommen wir noch zu einem deutschen Kapitän, nämlich unser Günther Lüttchens, der jetzt ja mit Update 0811 ins Spiel integriert werden soll. Wie man den dann bekommen soll, ist noch gar nicht klar. Könnte also eine Sammlung sein, könnte alles möglich sein, ist nur Mutmaßung. Aber wir wissen aber jetzt schon mal, was er für Fähigkeiten haben wird und welche Sachen man bekommen muss oder erreichen muss, um diese Vorteile zu bekommen. Die erste besondere Fähigkeit wird sein, Sekundärbewaffnungsexperte. Ja? Nach Erhalt von 100 Sekundärtreffern wird die Nachladezeit der Sekundärbewaffnung nochmal um 15% reduziert. Ja, das Talent kann nur einmal im Kampf aktiviert werden. Dann gibt es sowas, das bezeichnet man als eisernen Schlag wohl. Wenn man 140 Hauptbatterietreffer erhalten hat, also diese Bänder dafür, ne? Dann wird die Nachladezeit der Hauptbatterie um 7,5% verkürzt. Auch das Talent kann nur einmal pro Gefecht aktiviert werden. 140 Bänder heißt eigentlich, dass es nicht mehr typisch Schlachtschiff ist. Bei 140 Bändern machst du mit einem Schlachtschiff nicht so schnell. Ja? Auch wenn es ein Kurfürst ist und der dann 12 Mumpeln in der Luft hat, 140 Bänder,
Die Genauigkeit der Hauptgeschütze, gerade auf Distanz, ist ja nun mal nicht so groß. Ja, da treffen ja nicht so viele Mumpeln. Da muss man halt auch wirklich nah ran, das was für einen Brawler eben auch typisch ist. Aber ich gehe davon aus, dass Eiserner Schlag eher ein Kreuzer-Skill sein wird jetzt. 140 Bänder macht man da mit dem Kreuzer eher mal und dann wird die Nachladezeit eben reduziert. Hindenburg, die wird sich eben freuen. Dann gibt es vorbildliche Aufklärung oder exemplarische Aufklärung, je nachdem, wie sie dann nachher nennen werden. Ich habe es aus dem Englischen hier übersetzt. Wenn man 3 Bänder aufgeklärt erhalten hat, ja, dann werden Trefferpunkte des Schiffes teilweise wiederhergestellt. Das Talent stellt 300 Trefferpunkte pro Sekunde wieder her, die seine Dauer in Sekunden entspricht der Schiffsstufe. Also wenn ihr diesen Kapitän auf T5 einsetzt, dann dauert es eben 5 Sekunden und pro Sekunde werden 300 Punkte wiederhergestellt oder bis zu 300 Punkte wiederhergestellt. Auf T6 dann eben 6 Sekunden, auf T10 dann 10 Sekunden. Ne? Das sind dann also 3000 Punkte, die ihr theoretisch damit wieder aufbauen könnt. Und dieses Talent kann aber wiederholt aktiviert werden. Das heißt, ihr habt 3 Bänder, dann werden die Sachen wiederhergestellt, nochmal 3 Bänder wieder, ne? Und so weiter. Also wenn ihr theoretisch 12 Bänder habt, habt ihr 4-mal dieses Talent aktiviert. Ne? Das ist also durchaus interessant für deutsche Zerstörer. Ja? Auch da kann man sagen, der Kapitän ist vielseitig. Wir haben was für ein Schlachtschiff, wir haben was für einen Kreuzer, wir haben was für einen Zerstörer. Und was fehlt jetzt noch? Wir haben was für den Flugzeugträger. Den haben wir nämlich auch dabei. Luftüberlegenheit heißt diese ganze Geschichte. Nach 30 Raketentreffern, Bombentreffern oder Torpedotreffern wird die Flugzeugwiederherstellungszeit, also diese Zeit, bis Flugzeuge wieder einsatzfähig sind oder neue Flugzeuge ans Deck geschoben werden, weil sie abgeschossen wurden oder so, eben reduziert, nämlich um 10%. Und dieses Talent kann nur einmal aktiviert werden. Darüber hinaus gibt es nicht nur Talente, sondern auch besondere Fähigkeiten, die eben verbessert sind im Vergleich zu anderen Kapitänen in World of Warships. Das ist zum einen präventive Maßnahmen. Das Risiko wird auf 45% reduziert anstatt um 30%, so wie das der Standardwert ist. Und dann gibt es noch Elite-Schütze. Ihr kennt das Spiel, das sind eben nicht mehr 2,7 Grad pro Sekunde, sondern 3 Grad pro Sekunde und nicht mehr 0,7, sondern eben 1 Grad pro Sekunde. Ich glaube, das waren 2,5 auf 3 Grad und 0,7 auf 1 Grad. Ja, also die Türme drehen dann einfach schneller. Und dann gibt es noch einen verbesserten Motorboost. Das ist dann auch wieder so eine Fähigkeit, speziell eben für den Flugzeugträger, wo der Motorboost um 12,5% beschleunigt wird, ne? Anstatt von den 10%. Ja, und das ist eigentlich das, was man aktuell dazu sagen kann. Eine ganz Kleinigkeit gibt es noch, ja, das ist aber nur statistischer Natur. Und zwar gab es einen statistischen Fehler bei der Puerto Rico. Da war die Streuung auf 206 Meter angeschlagen, aber tatsächlich ist die Streuung horizontal 248 Meter. Das ist aber nur ein Darstellungsfehler gewesen. Tatsächlich ist dieses Schiff schon vorher auch mit 248 Meter horizontale Streuung gefahren. Jetzt seid ihr nach diesem Video wieder auf dem aktuellen Stand. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo, vergesst die Glocke nicht, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder Livestream unter Zikos Team. Und meine Wenigkeit sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.